Nur wenige Menschen wollen sich mit dem Tod beschäftigen. Er ist ein Thema, dem die meisten so lange wie möglich aus dem Weg gehen. Julius Müller hingegen befasst sich beruflich und privat seit Jahrzehnten mit dem Tod. Er ist in Pension, schreibt Bücher, die sich in witzigen Anekdoten mit dem Ende des Lebens beschäftigen und macht für Interessierte immer wieder Führungen über die Wiener Friedhöfe. Bestattungen, das Ableben und Friedhöfe sind seine Leidenschaft. Wir treffen Julius Müller, den Friedhofsführer von Wien. Wir befinden uns hier am ältesten erhaltenen Biedermeierfriedhof der Welt. Er wurde 1784 unter Joseph II. Anlegen lassen und wurde 1874 geschlossen. Da ist nämlich der Wiener Zentralfriedhof eröffnet worden. Der Friedhof hier in St. Marx ist berühmt wegen der etwas skurrilen Grabinschriften, dem Andenken des Herrn Josef Lemberger, Logenmeister des K&K Hofburgtheaters und Bürger von Wien. Also er war der Logenmeister, das hat geheißen, er hatte Schlüssel und konnte die Logen aufsperren für die Besucher, die die Loge bezahlt haben. Er musste natürlich Trinkgeld, hat er erwartet, und wenn sich die Herrschaften dann ein bisschen in der Loge amüsiert haben, hat das den Herrn Logenmeister natürlich nicht stören dürfen. Aber es gibt hier sehr, sehr viele seltene Berufe und ausgefallene Grabinschriften. Die Legende sagt, ein Armenbegräbnis, das stimmt überhaupt nicht. Ich war ja nicht direkt dabei beim Begräbnis, aber wir haben recherchiert. Mozart starb am 5. Dezember 1791 im kleinen Kaiserhaus, heutige Rauensteingasse. Er wurde neben dem Klavier aufgebahrt, sodann in die Pfarrkirche St. Stephan gebracht zur Aussegnung. Und damals musste bei Einbruch der Dunkelheit der Sarg durch die Stadtmauer, durch das Stubentor heraus zum St. Marxer Friedhof. Es war üblich Wohn- und Kirche, die Familie ging nicht mit, es wäre auch sehr weit gewesen, aber man besuchte einige Tage später diese Gräber. Das ist hier diese Schachtgräbergruppe. Mozart wurde in einen Schachtgrab beigesetzt, aber kein Armenbegräbnis. Er wurde nach dritter Klasse ins Jenseits befördert und es gibt natürlich auch sogenannte Armenbegräbnisse, obwohl der Ausdruck jetzt nicht ganz korrekt ist, ca. 900 Fälle pro Jahr hat die Bestattung Wien sogenannte unter Anführungszeichen Armenbegräbnisse. Das sind Leute, wo niemand ein Begräbnis bestellt. Es ist niemand da, natürlich auch Obdachlose oder einsame Menschen. Der Beruf des Bestatters, ob jetzt am Schreibtisch oder am Friedhof, ist negativ. Die Leute wollen das gar nicht wissen, sind sehr abergläubisch. Und eine Dame hat auch meine Frau gefragt, ach so, dein Mann ist jetzt nicht mehr am Bezirksgericht, sondern bei der Bestattung, trinkt er leicht? Also schon wieder das Negative, Alkohol. Aber heute ist es so, die Menschen sind anders geworden. Das Thema Tod ist nicht mehr so ein Tabuthema. Und wie gesagt, es ist jetzt wesentlich besser geworden. Auch meine Kollegen, ich bin ja schon in Pension, sind junge, intelligente Menschen, fernab des Negativbildes der besoffene Leichenbestatter. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht, Freude zu helfen. Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die Hinterbliebenen waren oft sehr dankbar, dass man nicht so mit falscher Träne im Knopfloch und Mitleiden, sondern ein sachlich freundliches Gespräch. Und natürlich im Bestattungsmuseum konnte man dann schon Spaß machen, wenn man den Rettungsweger für Scheintote hat läuten lassen und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe erzählt. Da war also Spaß. Und auch die Friedhofsführungen mache ich mit Humor, weil wenn man nur sagt, hier liegt, ist es den Leuten ein bisschen zu wenig. Geht's schon? Für meine
meine Frau bin ich zu viel am Friedhof. Aber wie gesagt, seit ich in Pension bin, hat sich das mit den Friedhofsführungen ein bisschen eingependelt. Natürlich jetzt nicht im Winter, aber gar so viel Lebenszeit nicht. Natürlich beruflich, Schulungen, Bestattungsmuseum, Friedhöfe. Also schon etliche Stunden habe ich am Friedhof verbracht. Meiner Frau sind die Stunden zu viel, aber ich sage immer, das ist mein Jungbrunnen.